Ja, hallo Horst Schröder. Schön, Sie hier zu haben. Sie sind der Geschäftsführer vom AV-Gründerzentrum NRW. Und ja, wir würden gerne einfach ein bisschen wissen, was ist das Gründerzentrum überhaupt und was bietet es vielleicht für Möglichkeiten? Das Gründerzentrum NRW ist eine kleine, feine Institution, die das Land Nordrhein-Westfalen und die Stadt Köln eingerichtet haben, schon vor 4 Jahren. Und daran sind beteiligt eben halt das Land, die Stadt, die Filmstiftung Nordrhein-Westfalen, die Sparkasse Köln-Bonn und das ECMC, das steht für Europäisches Institut für Medienkompetenz. Wir befassen uns mit der Gründungsunterstützung junger Unternehmen in Nordrhein-Westfalen in den Medienbereichen, die da sind: Film, Fernsehen, Games seit dem letzten Jahr und auch im Bereich der neuen Medien. Wir haben im letzten Jahr den klassischen Geschäftszweck erweitert, eben halt nicht nur Film, Fernsehen, sondern auch, wie gesagt, Games und neue Medien. Wir vergeben Stipendien, Gründungsbeihilfen, das sind Betriebsmittelzuschüsse, die erleichtern den Start in die unternehmerische Unabhängigkeit. Und wir machen eine ganze Reihe von Workshops pro Jahr, das sind ungefähr 30. Zu ganz wichtigen Themen wie Steuern, Recht, Betriebswirtschaft, aber eben halt auch zu anderen Themen, die zum unternehmerischen Selbstverständnis gehören, die identitätsstiftend, identitätsbildend sind. Denn es ist natürlich was anderes, wenn man als junger Mensch ein Unternehmen auf die Beine stellt, im Vergleich zu der Tatsache, wenn man irgendwo angestellt ist, ne? So, und wir vergeben jetzt alsbald wieder 14 Stipendien. Dafür gibt es eine Bewerbungsphase, die fängt am 1. September an. Die läuft bis zum 15. November. Die Vergaberichtlinien sind auf unserer Homepage www.av-gründerzentrum.de sehr genau drauf vermerkt. Davon sind 10 Stipendien in den klassischen Bereichen und 4 Stipendien eben halt in den neuen Bereichen Games und neue Medien. Okay, wo genau sehen Sie denn die Verbindung zwischen den klassischen Bereichen, die Sie hatten, Fernsehen, Film, und eben jetzt diesen neuen Bereichen wie zum Beispiel Games? Also, es ist natürlich so, von der Struktur und von der Strategie her, muss ich erstmal dazu sagen, ein weiterer Sinn und Zweck des AV-Gründerzentrums Nordrhein-Westfalen ist natürlich, die jungen Unternehmer in Nordrhein-Westfalen zu halten, also eine Standortbindung mit Nachhaltigkeit zu schaffen. Und wir wollen natürlich auch einen Prozess unterbrechen, der heißt, in den meisten Fällen heißt, Köln für die Ausbildung und Hamburg, Berlin, München für die Karriere. So, die Verbindung stellen. Also Games sehen wir schon als eigenes wichtiges Department. Games, eine Massenmedien, aber auch Massenmedien-Jugendkultur mit einer fast naja, ich sag's mal, mit einer unglaublichen Steigerung, was Präsenz, Marktanteile und so weiter anbetrifft. Wir haben bis vor einiger Zeit natürlich immer geglaubt, Games, es ist irgendein Derivat der Medien. Die Wirklichkeit zeigt eine andere. Das ist eher so, dass viele andere Sachen Derivate der Games mittlerweile sind. Und wir achten schon drauf, ich hatte gerade zwar gesagt Department Games, aber wir achten in unserer gesamten Strategie und in unserem Selbstverständnis auf diesen Aspekt der Konvergenz. Wir machen also schon sehr eindeutige Workshops, in denen wir die Schnittstellen Games zu Film, Literatur und Musik sehr genau herausarbeiten. Und das ist außerordentlich wichtig im Zusammenhang mit dem, was ich eben gesagt habe: Jugend, Massen, Medienkultur. Ja, vielen Dank für das Interview. Ich wünsche Ihnen natürlich weiterhin viel Erfolg mit dem AV-Gründerzentrum und bin gespannt, welche neuen Industrien und Bereiche sich hier noch in Köln und Umgebungen ansiedeln werden in Wir Zukunft. arbeiten dran. Danke. Okay, super, vielen Dank.